Du willst dir deine Haare lang wachsen lassen? Kein Problem. In diesem Video gibt es keine 5, keine 10, sondern 13 einfache Tipps, um sich seine Haare lang und vor allem gesund wachsen zu lassen. Tipp Nummer 1, nicht abschneiden. Das klingt vielleicht für die meisten erstmal logisch, aber ich kriege so viele Fragen. Leute fragen mich, Daniel, ich will meine Haare lang wachsen lassen und der Friseur hat mir gesagt, ich muss auf jeden Fall die Spitzen schneiden. Ja, du kannst auch später deine Spitzen schneiden, wenn deine Haare lang genug sind. Also warte erstmal ab, bis du die Übergangsphase überstanden hast. Und wenn du die dann überstanden hast, dann kannst du deine Spitzen schneiden lassen. Das ist gar kein Problem. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich mir meine Spitzen erst geschnitten habe, als ich mir tatsächlich auch schon ein Man-Bun machen konnte. Also warte mit dem Schneiden, bis du die Übergangsphase komplett überstanden hast. Tipp Nummer 2. Nicht mit nassen Haaren ins Bett. Wenn du nämlich mit nassen Haaren ins Bett gehst und du dann mit deinen nassen Haaren auf dem Kopfkissen liegst und dich dann von links nach rechts drehst, dann entsteht eine Reibung zwischen Kopfkissen und Haaren. Und diese Reibung ist auch einer der Hauptgründe für Haarbruch. Also das definitiv meiden. Nächster Tipp, ganz wichtig, vorsichtig deine Haare trocknen. Wenn du aus der Dusche rauskommst, solltest du nicht deine Haare wie blöd abrubbeln und trocken rubbeln. Das ist nämlich kontraproduktiv. Wenn du aus der Dusche rauskommst, kannst du ganz entspannt deine Haare abtrocknen und abtupfen. Das verringert die Gefahr, dass du beim Haare trocknen Haare verlierst. Tipp Nummer 4, Haaröl verwenden. Haaröl macht deine Haare nicht nur geschmeidiger und deine Haare riechen nicht nur entspannter, sondern Haaröl versorgt deine Haare auch mit entsprechenden Nährstoffen und entsprechenden Ölen, welche deine Haare am Ende des Tages stärker machen. Einfach ein, zwei Tropfen nehmen, in den Händen verteilen, in die Haare einmassieren, that's it. Tipp Nummer 5, benutze einen Kamm statt einer Bürste. Warum das? Wenn du zum Beispiel eine Bürste verwendest und deine Haare schön runterbürstest, dann ist da einfach wesentlich mehr Zug drauf. Und dann kann es unter Umständen sein, dass du die Haare beim Bürsten rausziehst. Bei einem groben Carbonkamm ist es so, dass du a. die Gefahr minimierst, die Haare rauszuziehen beim Kämmen und b. sind die abgerundeten Ecken super sanft zu deiner Kopfhaut. Tipp Nummer 6, gönnt euch hin und wieder auch mal eine schöne Kopfmassage. Wenn ihr so einen netten Friseur habt wie ich und ihr nach der Wäsche eine schöne Kopfmassage bekommt, dann ist das natürlich ein absoluter Traum. Falls das nicht der Fall ist, dann checkt einfach mal ein Kopfmassagegerät aus. Hat von uns wahrscheinlich schon jeder mal gesehen und vielleicht auch schon mal ausprobiert. Und gerade in der Wachstumsphase solltest du dieses Gerät einfach mal benutzen. Die Teile sind wirklich nicht teuer, kosten vielleicht 10, 15 Euro bei Amazon, kann man sich direkt nach Hause bestellen. Link dazu packe ich euch in die Infobox rein. Warum denn eigentlich eine Kopfmassage? Bei einer Kopfmassage ist es so, dass die Kopfhaut besser durchblutet wird und wenn die Kopfhaut besser durchblutet wird, dann gelangen halt mehr Nährstoffe und mehr Sauerstoff an die Haarwurzeln ran, was wiederum dazu führt, dass deine Haare kräftiger werden und schneller wachsen. Tipp Nummer 7, Vorsicht mit Hitze. Wenn du jemand bist, der sich morgens zum Beispiel seine Haare glättet oder seine Haare föhnt, dann solltest du auf jeden Fall nicht auf der höchsten Stufe das machen, sondern schalte den Föhn einfach eine Stufe runter oder auf die geringste Wärmestufe. Das gleiche gilt fürs Glätteisen. Einfach das Glätteisen nicht auf die höchste Stufe stellen, sondern einfach mal ein paar Stufen runterstellen. Das ist wesentlich besser für eure Haare. Tipp Nummer 8, nicht jeden Tag Shampoo verwenden. Was passiert, wenn man jeden Tag Shampoo verwendet? Shampoo entfernt natürlich den Dreck und den Schmutz aus deinen Haaren, ganz klar. Aber Shampoo entfernt auch die natürlichen Öle, die sich auf deiner Kopfhaut befinden und in deinen Haaren sind, die essentiell wichtig sind für das Haarwachstum. Deshalb meine Empfehlung, also so mache ich das zumindest, ich verwende maximal 2-mal Shampoo die Woche. Und jetzt noch ein Pro-Tipp am Rande, haltet mal Ausschau nach einem Biotin-Shampoo. Wenn jetzt gerade draußen Hochsommer ist und die Sonne scheint wie nur was, dann solltest du auf jeden Fall deine Haare vor der Sonne schützen. Denn wenn du direkte Sonne auf deine Haare drauf kriegst, ja, und das mehrere Stunden lang, das beansprucht deine Haare natürlich extrem und so können deine Haare extrem schnell austrocknen. Also falls du dich gerade im Hochsommer befindest und gerade deine Haare lang wachsen lassen möchtest, dann setz auf jeden Fall eine Cap auf oder eine Mütze oder sowas, um deine Haare zu schützen. Fakt ist, wenn du deinem Körper nicht die richtigen Nährstoffe zuführst, dann können deine Haare auch nicht richtig wachsen. Und ein anderer Fakt ist, dass 80% der Haare aus Proteinen bestehen. Besser gesagt, aus dem Protein Kreatin. Deshalb ist es super wichtig, dass du dich gut ernährst und auf deine Ernährung achtest. Und ein Pro-Tipp noch an dieser Stelle, versuch auch viel Fisch zu essen. In Fisch sind Omega-3-Fettsäuren und Fischöle enthalten, die deinen Haaren Feuchtigkeit spenden. Und wenn du jetzt kein Mega-Fischesser bist, dann kannst du natürlich auch die Proteine und die Vitamine durch Nahrungsergänzungsmittel ergänzen. So kannst du dir deine zusätzlichen Nährstoffe und Vitamine dazu holen, um deine Haare zu stärken. Wichtige Vitamine sind zum Beispiel Vitamine A, B, C
und E. Und auch Eisen und Zink sind extrem wichtig für dein Haarwachstum. Also achte darauf, dass du diese Nährstoffe auf jeden Fall genügend zu dir nimmst. Tipp Nummer 12, nicht färben, Leute. Wenn ihr gerade in der Wachstumsphase seid, dann auf jeden Fall die Haare nicht färben oder blondieren. Denn bei einer Blondierung oder bei einer Färbung, da werden eure Haare extremst beansprucht. Und ihr wollt ja schöne, lange, gesunde Haare haben. Deshalb lasst die Finger von Färben und Blondieren. Kommen wir zu Tipp Nummer 13. Und zwar einfach mal eine Runde chillen. Die Haare einfach mal atmen lassen. Wenn ihr zum Beispiel schon so lange Haare habt, dass ihr euch ein Man-Bun machen könnt, einfach mal die Haare öffnen und keine Produkte in die Haare reinmachen. Ganz, ganz wichtig. Eure Haare werden es euch danken. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich das immer sonntags mache. Sonntags kommt bei mir nichts in die Haare rein. Ich lasse meine Haare einfach offen, damit sie einfach mal natürlich sind. Ich weiß, Leute, viele von euch da draußen sind gerade in der Wachstumsphase. Deshalb zieht durch, ich drücke euch die Daumen und wünsche euch schöne, gesunde und lange Haare.